Also ich merke ganz stark den Heiligen Geist, Ari. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen hier bleiben. Ich bin mit Ari unterwegs. Wir grüßen euch und ich merke den Heiligen Geist so stark. Ich hoffe, dass ich das ruhig halten kann. Ja, weil ich etwas weitergeben will, was Gott auf dem Herzen brennt. Nämlich die Wiederherstellung aller Dinge. Es sieht alles jetzt in Corona so aus, als wenn vieles kaputt geht. Ja, die Herrlichkeit Gottes kommt näher und der Glanz Jesu strahlt in die Finsternis hinein. Das ist wie, als wenn man in so einen unaufgeräumten Keller plötzlich ganz helles Licht strahlen lässt. Und dann wird alles sichtbar, was im Verborgenen gewesen ist. Und genauso ist es jetzt. Es kommt alles ans Licht. Politische Verstrickungen kommen ans Licht. Die Wahrheit kommt ans Licht. Ja, Verbindungen, wo das Geld regiert hat, die nicht in Gottes Wegen gelaufen sind, kommen ans Licht. Die Herzen der Menschen werden offenbart. Es wird alles so aufgedeckt. Es wird alles freigelegt. Wir erkennen, wie die Menschen wirklich ticken. Ja, wie sie handeln unter Druck. Wir sind entsetzt auch über so manche Reaktionen, über so manchen Beschluss. Die Wahrheit tut weh auch. Und wir verstehen das nicht, wenn die Menschen etwas gemacht haben, ja, wo wir sagen, wie kann das sein? Wir wachen auf. Wir hätten das nie gedacht. Oh, ich kann das gar nicht mehr halten. Heiliger Geist, ein bisschen ruhiger. Wir wollen das ja weitergeben. Ich hoffe, dass das gut geht. Ja, dass das nicht so wackelt. Puh. Und das Gute ist, Jesus will alle Dinge wiederherstellen. Er will alles wiederherstellen und das, was wie Zerstörung aussieht, gehört zum Wiederherstellungsprozess. Weil es kommt ans Licht, die Wahrheit kommt ans Licht. Ja, und dieser Wiederherstellungsprozess, das heißt auch, wir sollten alles auf die Wege Gottes bringen. Wir sollten umkehren von unseren alten Wegen. Wir haben wirklich die Chance, das ins Reine zu bringen mit Gott. Also jeder in seinem Gebiet, jeder in seiner Position, jeder auf seinem Weg. So kann der Krankenhausdirektor, der falsche Entscheidungen getroffen hat, der vielleicht sagt, ich habe mich hier und da geirrt, kann umkehren und kann sagen, es tut mir leid. Jesus, vergib mir. Der Politiker, der sich verstrickt hat, der sich in Geschäfte hat einwickeln lassen, sollte sagen, Jesus, es tut mir leid. Bitte vergib mir. Der Nachbar, der sich nicht so gut verhalten hat in seinem Umfeld, der vielleicht wütend gewesen ist über diese Maßnahmen in der Corona-Zeit, weil vielleicht ein anderer Nachbar oder Mitarbeiter das anders sieht, der sollte sagen, Jesus, vergib mir, es tut mir leid, was ich da gemacht habe. Es war gegen dein Gebot, es war gegen das, was du uns mit auf den Weg gibst, dass unser Leben gelingt, nämlich Gerechtigkeit und Wahrheit und Liebe und Frieden. Die Presse, die vielleicht falsch berichtet hat, weil sie sich hat kaufen lassen von irgendwem, sollte umkehren und sagen, Jesus, das tut mir leid, ich möchte das nicht mehr, bitte vergib mir. Und wenn wir das alles vor Jesus bringen, der Schuldirektor, der vielleicht Dinge getan hat und verlangt hat von seinen Schülern im übertriebenen Maße jetzt in der Corona-Zeit, die gar nicht nötig gewesen sind, nicht aus Angst, sondern aus Willkür, sollte sagen, Jesus, es tut mir leid, bitte vergib mir. Wenn jeder umkehrt, der Geschäftsmann, der gesagt hat, nein, mein Laden bleibt geschlossen, hier dürfen nur Geimpfte oder Nicht-Geimpfte eintreten, was auch immer, sollte sagen, Jesus, es tut mir leid. Ich will diese Spaltung nicht. Bitte vergib mir. Wenn wir das vor Jesus bringen, er vergibt.
Und dann wird das alles wieder hergestellt, dann wird das alles heile. Und zwar so schnell, da können wir gar nicht gucken. So schnell verschwindet alles aus unserem Leben. So schnell verschwindet der Virus, so schnell verschwinden die Maßnahmen. Das ist eine Riesenchance, alles ins Reine zu bringen vor Jesus. Und Jesus hat gute Dinge mit uns vor. Er liebt die Schöpfung und er ist ein Wiederhersteller. Er möchte nicht die Dinge kaputt machen, sondern er möchte, dass wir Frieden haben. Er hat uns diese wunderbare Schöpfung gegeben, diese Natur. Das hat er uns gegeben, das hat er uns gemacht. Der Schöpfer von Himmel und Erde, er hat uns die Sterne hineingesetzt, die Wolken, alles wunderbar geschaffen. Ja, wir fuschen da viel rein und meinen, wir müssen das Wetter vielleicht auch noch mitbestimmen. Wir haben gedacht, wir müssen Gott spielen in vielen Bereichen, anstatt zu vertrauen und zu sagen, hey, Jesus, du hast das wunderbar gemacht. Es ist deine wunderbare Schöpfung, Vater im Himmel. Wir vertrauen dir, wir überlassen dir alles, unser Leben, wir geben es ab und wir danken dir, Jesus, dass du am Kreuz für unsere Verfehlungen gestorben bist, für unsere Sünden gestorben bist, dass du auferstanden bist, damit wir frei sind aus der Knechtschaft, aus den unlauteren Verbindungen, aus der Lüge, frei sind von der Sünde, frei sind und ein Leben haben können, was du für uns angedacht hast. Und das ist ein Leben in Freiheit, ein Leben in Wahrheit, ein Leben in Liebe, ein Leben in einer wunderbaren Schöpfung. Halleluja! Ich hoffe, dass das irgendwie rübergekommen ist, diese Botschaft, dass das einigermaßen ruhig halten konnte, weil ich merke ganz stark den Heiligen Geist. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du wirkst auch durch dieses Video. Und das hat einen Grund, dass wir hier angehalten haben. Ich habe mein Equipment immer dabei, damit ich aufnehmen kann. Und ich sollte hier stehen bleiben. Ich wollte eigentlich nur spazieren mit Ari. Aber wir rufen jetzt den Segen Gottes aus. Wir segnen euch in Jesu Namen. Und vertraut Gott. Er hat einen guten Plan für diese Erde, für unsere Zukunft. Und das wird gut. Ich glaube, es wird gut, weil die Herrlichkeit Gottes mehr und mehr da ist. Das sieht man ja. Es kommt mehr und mehr ans Licht. Ne, Ari, was sagst du? Halleluja. Wir sagen Halleluja. Das ist ein Zeichen, dass Jesus mehr und mehr kommt und Raum einnimmt. Durch uns, durch seine Kinder. Er selbst kommt näher. Und da, wo Licht ist, wird alles angestrahlt, muss Finsternis weichen. Und wir haben eine Riesenchance, mit Gott neu anzufangen. Halleluja. Seid gesegnet.